Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Witcher, wo ich mein Versprechen aus der letzten Folge wahrgemacht habe. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier im Sumpf einen Sturm, es regnet, es donnert und was das Allerwichtigste an der ganzen Sache ist, es blitzt und das bedeutet, wir können den Bewahrer, den Wächter, den Steingolem im Sumpf erwecken. Schlupp. Auf geht's. Vielleicht ein bisschen dicht daneben. Für meinen Geschmack, aber... Oh-oh. Wow. So, um den Golem zu besiegen, haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Ja, wir können auf ihn draufkloppen. Oder alternativ... Können wir diese Pylonen gegen ihn einsetzen. Wenn wir die nämlich alle drei aktivieren, beschwören wir da einen Blitz. Wir sollten nur aufpassen, dass wir selber nicht in diesem Dreieck stehen, weil dann kriegen wir richtig aufs Maul. Dann kriegen wir nämlich einen Blitz ab hier. Bums, ihr seht, das macht richtig Schaden. Ja, zweimal noch das Ganze, dann haben wir ihn. Das ist echt die einfachste Methode, diesen Golem zu besiegen. Wir können auch drauf kloppen, aber er teilt, dann kann er uns halt auch treffen. Ich glaube, ihn immer so ein bisschen weg, damit wir uns in Ruhe positionieren können. Ne? Wenn wir direkt gegen ihn kämpfen, kann er halt richtig auf uns drauf kloppen und es dauert halt auch ewig, weil der Golem halt Stein ist. Ne? Deswegen mache ich so. Jetzt sieht schon aus, ist ja auch doof. So, das dürfte schon gewesen sein. Tschüss, Mann. Nein, so nicht, Geralt. Schön. Das funktioniert ja ganz super hier bei uns, ne? Ich lock ihn hier noch mal ein bisschen rüber. Na komm. Puff, puff, so. Genug Zeit, hier wieder durchzurennen. Das ist meiner Meinung nach der einfachste Boss im ganzen Spiel. Man kann ihn sich aber auch richtig hart machen, wenn man doof ist. Und hier ist der Netzer, Sephira. Der Ausdauer und Sieg symbolisiert. Und der vorletzte Sephiroth ist, den wir noch einsammeln müssen. So. Das war das. Weiter hatte ich für diese Folge ehrlich gesagt noch nicht geplant. Was müssen wir denn noch machen? Was haben wir denn noch an Quests? Wartet mal. Berengars Geheimnis? Nee, das können wir nicht weitermachen. Jetzt verlorene Lamm, jetzt gerade tatsächlich auch nicht. Die Dankbarkeit des Totengräbers. Ach ja, zum Totengräber müssen wir noch zurück. Und zu Shani. Neuwaden bot an, mir gegen die Salamandra beizustehen. Ich warte auf seinen nächsten Zug. Okay. Nee, aber dann weiß ich, was wir jetzt machen. Ort der Macht, Ort der Macht. Da ist ein Ort der Macht. Beute. Komm her, ja. Du willst aufs Maul, dann kriegst du auch aufs Maul.
Wollen ja alle Hunde, alle Hunden, genau, alle Kunden zufriedenstellen hier. Wie viel Erfahrung kriegen wir eigentlich noch für so einen Ertrunkenen? Ein. Das bringt genau einen Erfahrungspunkt. Also jetzt sagt mir mal, welchen Sinn das für mich hat, sowas noch zu machen hier. Dies ist nämlich eines der Spiele, wo die Gegner immer weniger Erfahrungspunkte bringen, je höher deine Stufe ist. Was bedeutet, du brauchst mehr Erfahrungspunkte, um die nächste Stufe zu erreichen, und die Gegner geben immer weniger Erfahrungspunkte, während du versuchst, diese Stufe zu erreichen. Was es echt hart macht, die Maximalstufe dieses Spiels zu erreichen. Deswegen ich das auch nicht machen werde. So. Ach, unser Alchemistenbeutel ist bald voll, ne? Ja komm, mach weiter hier. So. Ah. Alles klar, na wunderbar. Aber jetzt ist es wieder tagsüber, ne? Ja, tagsüber heißt, es wird relativ schwierig, Shani zu besuchen. Aber vielleicht können wir mit Kalkstein auch nochmal reden. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Und ihm erzählen, dass wir den Golem besiegt haben oder irgendwas. Aber nein, offensichtlich geht das nicht. Bis also, dann. Wie sieht eigentlich unser Inventar aus? Haben wir da irgendwelche Sachen, die wir vielleicht mal entsorgen sollten? Schweine... Warum schleppen wir... Okay. Diese Formel muss neu überdacht werden. Ja, überdenk du mal deine Formel neu. In der Zwischenzeit... wie viel Geld hatte ich gerade? Ich muss da noch mal gucken. 4.300! 4.300! Hallo Zwerg! Niemand hört auf mich! Ich bin geil! Wer ist das denn? So, erstmal hier zum Antiquar. Was wollt ihr? Ich bin gerade am überlegen, ob wir uns einfach mal schnell das Geld für die Rüstung farmen sollen. Das Problem ist, wenn wir das Geld farmen, dann haben wir nicht genug Geld, um Leuwarden den Sephiroth abzukaufen. Das müssen wir ja. Da haben wir ja bedauerlicherweise keine Wahl, wie mir scheint. Aber ganz sind wir ja noch nicht an dem Punkt. Eisenkraut ist das. Jetzt haben wir es endlich identifiziert hier. Aber offenbar nur eins von den beiden. Was hast du hier? Werberrohr. Nehmen wir auch einfach mal mit. Warum nicht? Wir haben lange keine Sachen gepflückt. So, und jetzt erstmal zum Totengräber. Müssen uns immer vor Augen halten, dass wir noch die 5000 Ohrens brauchen für unsere Lederrüstung, ne? Unsere neue. Was braucht ihr? Die würde ich nämlich schon ganz gerne irgendwann kaufen. Hier ist euer Schlüssel. Habt ihr etwas erfahren? Ich habe Raimunds Leichnam in der Gruft gefunden. Wie ist das möglich? Ich habe doch erst kürzlich mit ihm gesprochen. Jetzt bin ich mir sicher. Der Anführer der Salamander, ein Magier, der die Kunst der Illusion beherrscht, gibt sich als Raimund aus. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja? Wenn er Asajavet in eine Falle locken will, ja? Weil sich das ja momentan so wunderbar anbietet, weil er sich ja als der Detektiv ausgibt und wir das wissen,
dann würde ich an Geralds Stelle jetzt tatsächlich hier nicht unbedingt durch Wiesnummer laufen und das jedem Hinz und Kunz inklusive dem versoffenen Totengräber der Stadt erzählen, dass ich das weiß. Was ist los hier? Greifen die Riesen die Stadtmauern an, oder? Das ist kein Schnäppchen. Das ist zu Shani wollten wir, aber da werden wir jetzt keinen Erfolg haben. Das tut weh. Talas. Ihr bringt nur Ärger. Ich gehe mal kurz zu Thala. Thala ist nämlich einer der Profispieler. Da können wir im Zweifelsfall mit Würfelpoker mehr Geld verdienen als bei manch anderem. Ich möchte nur einmal kurz gucken. Ich möchte ein Probespiel gegen ihn machen, weil ich will noch mal kurz gucken, wie viel Geld man da mit einer Runde im Moment kriegen kann. Also was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Oh, wir müssen auch noch. Der hat auch noch ein Trinkspielchen hier. Das haben wir noch nicht gemacht, oder? Trinkspielchen mit Thala? Ja. Lasst uns hier erstmal wieder verzweifeln. Wir haben beide ein Pärchen, aber er hat das bessere Pärchen. Aber vielleicht kriegen wir das ja noch umgerissen hier. Vielleicht kriegen wir aber auch einfach gar nichts. Der braucht gar nicht mehr würfeln, der hat schon gewonnen. Aber er macht natürlich noch ein Vierling raus. Einfach nur, um mir zu zeigen, dass er es kann. Ich hasse Würfelpoker. Wow. Ein riesiger Haufen gar nichts. Gegen 2-6. Bestenfalls wird es ein Unentschieden. Das glaube ich nicht. Ne, da ist er. Ja. Ich hasse Würfelpoker, aber ich bin noch nicht wieder an diesem Frustpoint, den wir schon mal hatten. So. Aber jetzt aus Prinzip möchte ich eine Runde mal gewinnen. Wenn ich sage eine Runde, dann meine ich hier nicht eine Runde, tatsächlich, sondern eine ganze Partie. Okay, Thala spielt recht vorsichtig. Er hat ein paar Zweien, wir haben ein paar Fünfen. Diese Runde läuft schon wesentlich besser als die letzte. Definitiv. Definitiv läuft die besser als die letzte. Zwei Paare. Das muss er erstmal zusammenkriegen. Fick dich. Oh Mann, oh. Wieder zwei Paare. Und er hat nichts. Er hat einfach mal gar nichts. Und wir machen eine Flasche draus. Okay, wunderbar. Wunderbar. Das hat uns 150 Euro uns eingebracht. Das ist gar nicht so schlecht gewesen. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Also was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Und jetzt möchte ich hier die Sauftour machen. Einfach um zu gucken, was wir dafür kriegen. Deswegen habe ich auch nochmal abgespeichert. Wenn es nämlich sich nicht lohnt oder einfach nur irgendwelcher Bullshit ist oder vielleicht sogar gar nichts, dann lade ich den Spielstand wieder. Weil dafür würde ich mein Bier dann auch nicht ausgeben.
Obwohl, ich habe sowieso nicht mehr so super viel Bier hier. Und ich weiß nicht, wie riskant es ist, das mit Wein zu machen. Der ist ja doch schon ein bisschen alkoholischer als unser Bier, ne? Klups. Zum Teufel damit. So, wie viele Runden muss man denn meistens überstehen? Ja, bei ihm sind es 6. Ich habe auch immer noch nicht herausgefunden, wie genau dieses Trinkspiel funktioniert hier. Das ist eigentlich, ist es immer hier auf Glück einfach. In der Hoffnung, dass wir irgendwann gewinnen. Es ist toll, mit euch zu trinken. Ich werde euch etwas Interessantes zeigen, auch wenn ich das nicht sollte. Ich fand da ein Buch. Redanischer Geheimdienst. Ein historischer Abriss. Alle dachten, die verdammte Schrift wäre verschwunden. Danke. So, ich muss erstmal Gluck. So, wunderbar. Schon immer wieder fit. Frauentränen sind einfach geil. Einfach genial. Und das Buch, ob das was wert ist? Schemen, die Geschichte des Geheimdienstes seiner Majestät. Von Oribasius Giofranco Paolo Reuven. Das beste Verständnis von redanischer politischer Lage hatte Sigismund Dijkstra, da er nicht nur die aktuellen Ereignisse nüchtern verfolgte, sondern auch die Zukunft akkurat vorhersah. Dijkstra wusste, dass die Könige des Nordens schwach waren und die wirkliche Macht in den Händen der Zauberinnen lag. Er nahm an, dass nur ein starker religiöser Kult, der die Massen in seinen Bann zog und über echte, bewaffnete Streitkräfte verfügte, der Macht der Magier Paroli bieten könnte. Der Chef von Redaniens Geheimdienst unterstützte den neu gegründeten Orden der Flammenrose, aber er verwehrte es ihm, seinen Hauptsitz auf redanischem Hoheitsgebiet einzurichten. Dijkstra soll gesagt haben: Es ist gut, Fanatiker und Zauberinnenjäger auf seiner Seite zu haben, aber noch besser ist es, wenn diese Fanatiker jenseits unserer Grenzen leben. Fundamentalisten machen immer Ärger, sollen sich lieber andere damit herumschlagen, wie Temeria zum Beispiel. Und wenn wir Fanatiker brauchen, um sie auf Zauberinnen oder Nilfgaard zu hetzen, dann rufen wir sie einfach her. Weit weg sind sie ja nicht, gerade mal jenseits der Grenze. Die Zeit wird wert oder unwert seiner Worte erweisen. Ja. Dijkstra übrigens ein sehr interessanter Name, der da gefallen ist. Denn ein ganz kleines bisschen angespielt hatte ich Witcher 2 damals tatsächlich. Nicht viel, nur so die Anfänge. Aber ich bin mir relativ sicher, der Charakter, mit dem man da am Anfang zusammenarbeitet, der heißt auch Dijkstra. Das ist wahrscheinlich sogar der gleiche. Und ich renne hier gerade einfach drauf los. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte zum... Du bist nicht der Antiquar. Wo ist der Antiquar? Sinnlos darüber zu reden. Da muss ich den Garten nicht gießen. Erwartet eine Flut. Da ist der Antiquar. Hat sich hinter den anderen versteckt. Das ist ja frech. Was wollt ihr? Ich habe da ein Buch, das ich dir... Okay. Ich kann ihm das Buch nicht verkaufen. Das ist aber ein bisschen schade. Das ist ja doof jetzt. Was für ein abscheuliches Wetter. Das ist ja schon ein bisschen doof jetzt. Wer weint da so in den Wolken? So, jetzt bin ich am Überlegen, ob wir... ich probiere es einfach mal.
Ich probier's einfach mal, ob wir die Quest jetzt auch voranbringen können, wenn wir im Krankenhaus mit Shani reden. Oder ob wir das bei ihr zu Hause machen. Wenn wir das bei ihr zu Hause machen müssen, aber nämlich das Problem. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Nein, hier ist das Krankenhaus. Dass wir dann noch einen Tag dranhängen müssen. Wenn wir sie hier schon erwischen, können wir vielleicht jetzt schon alles vorbereiten. Na gut, was heißt erwischen, wenn sie hier bereit ist, mit uns zu reden? Schnell, ich muss zurück zur Arbeit. Nein, es ist sie nicht. Na gut. Dann ruhe ich mich halt gleich hier aus. 5 Stunden, die wir noch irgendwie hätten totschlagen müssen. Bevor ich losrenne, soll ich mir erstmal vergewissern, Shani ist nicht mehr hier, ne? Wohl aber ein Infanterist des Ordens. Mhm. Das ist ja schon ein bisschen interessant, gell? Das hat wahrscheinlich mit dem Angriff vor ein paar Tagen zu tun, als wir mit dem gefangenen Salamandra sprechen wollten. Gutes Essen, dass da jetzt ein Infanterist postiert ist. Wann lassen die endlich wieder kommen? Es kam zu neuen Massakern im Anderlingviertel. Massaker im Anderlingviertel? Achso, warte mal. Hier muss ich ja rein. Die hat dich schon ganz verdrängt. Wo geht ihr denn hin? Hat euch keine Manieren beigebracht? Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Sitzt in ihrem Zimmer, empfängt Gäste und bezahlt so gut wie keine Miete. Aha. Das arme Kätzchen. Ihre Mutter kann sich nicht einmal Essen für sie leisten. Und ich will ihr nicht geben, was diese Medizinerin isst. Davon wird sie vermutlich krank. Aha. Habt ihr Erbarmen mit dem Kätzchen? Wie viel geben wir ihr denn? Letztes Mal sind wir rausgeflogen, ich gebe erst mal 50. Nach oben, mein Prinz. Und vielleicht haben wir es ja irgendwann an dem Punkt, dass wir wirklich einfach mal hier vorbei dürfen. Ohne, dass sie ständig so ein Theater macht. Ja? Kann ich euch helfen? Ich würde euch gerne um einen Gefallen bitten. Ich bin ganz Ohr. Erinnert ihr euch an Rittersporn? Also, wir versuchen ein Treffen zu organisieren. Ein Treffen? Über die alten Zeiten reden, etwas trinken, aber... Nichts zu trinken? Ihr habt es erraten. Und ich will euch keinen billigen Fusel vorsetzen. Was braucht ihr? Kirschwodka für Rittersporn, Roséwein für mich und etwas für euch. Ich versuch's. Roséwein, Kirschwodka und temerischer Roggenwodka. Ich glaube, das Einzige, was wir davon haben, ist der Roséwein, ne? Hier. Den Roséwein haben wir. Na gut, aber das müsste man ja eigentlich alles im haarigen Bären kriegen, oder? Hoffe ich. Also solche Quests, die ganz bestimmte Sachen haben wollen, die sind immer fies, weil man diese Sachen natürlich auch vorher schon aufgebraucht haben kann. Und dann haben wir potenziell ein Problem, weil das ist eigentlich eine ganz schöne Quest. Auf die ich im Rahmen dieses Let's Plays ungern verzichten würde. Hallo. Da ist sie. Habt ihr euch entschieden? So.
chimärischer Roggenwodka hier. Was war das andere nochmal? Das ist diese Kirschgeist-Tinktur hier, warte mal. Das sollte ich gleich wieder tun? Ja, das frage ich mir auch gerade, ja. Habt ihr das euch entschieden? Das müsste diese Kirschgeist-Tinktur sein. So. Und dann gleich wieder zurück und Shani den Alkohol bringen. Ja, ich habe ja gesagt, manche dieser Quests hier, die beinhalten viel Hin- und Hergerenne. Finde ich jetzt aber auch nicht so super schlimm. Ich sollte ihm einen Schuldschein geben. Hier ist es noch relativ übersichtlich. Es ist ja nicht so schlimm wie in manch anderem Spiel. Hallo Herzblatt, geht nach oben. Mal gucken, wie lange das hält, wa? Ach, da. Ich wollte gerade sagen, was? Wo ist sie hin? Ja. Ich habe was zu trinken mitgebracht. Trefflich. Bringt noch einen Freund mit. Wir sehen uns beim Fest. Und das war jetzt nichts, was wir im Vorfall schon mal hätten regeln können, einfach so? Wo ist denn Vivaldis Haus? Weil das ist so der erste Freund, der mir einfallen würde. Der aber gar nicht hier ist. Ah, toll. Super. Ja, jetzt rennen wir durch die ganze Stadt und suchen den Sultan. Schmied ist er ja auch nicht, ne? Wo könnten wir den jetzt finden? Kehrt Sultan im haarigen Bären ein? Ich weiß es gar nicht. Er war ja da zwischendurch mal, ne? Was kann ich hier mitbringen? Das heißt aber jetzt schon, dass er immer zu dem gemacht, was ich bin. Wir gehen einfach nachgucken, weil ein bisschen ziellos durch die Gegend rennen. Ist genau das Richtige jetzt. Das sind mal diese letzten paar Quests abarbeiten, ne? Hier ist zum Beispiel schon mal kein Sultan irgendwo. Kein ein Sultan nicht zu sehen. Wo könnte er denn dann sein? Irgendwann ist er bestimmt bei Vivaldi, weil er da ja wohnt und übernächtigt. Das tut weh. Die Frage ist nur, bis er da angekommen ist, ist es vielleicht schon zu spät, um die Quest hier diesen Tag noch zu erledigen. So, wo man ihn auch häufiger mal sieht, ist ja hier hinten bei der Stadtwache. Mal auch nochmal hingucken. Aber auch hier hinten ist kein Vincent. Was gibt's, Hexe? Ich denke, der ist nachts verschwunden.
Bis dann. Seltsame Geschichte, das alles. Oh Mann. Man kann übrigens 3 Gäste einladen. Also nicht 3 gleichzeitig, sondern man hat Auswahl zwischen 3 Gästen. Wir können Soltan einladen, wir könnten Siegfried einladen, aber das halte ich hinsichtlich der aktuellen Situation im Sumpf für ein bisschen bescheuert. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht, solange diese Orden gegen Skoyatel-Quest da läuft. Und die dritte Möglichkeit ist... Carmen heißt sie, glaube ich, ne? Hier die Prostituierten-Mama, die uns den Auftrag gegeben hat, ihre Mädchen zu beschützen da. Aber die einzuladen, das ist echt keine gute Idee. Und wir müssen jetzt erstmal irgendwo hier den guten Soltan finden. Aber das regeln wir dann in der nächsten Folge von The Witcher. Bis dann. Vielleicht noch mal kurz, das ist ja eine neue Aufnahmesession. Dann muss ich mal kurz gucken. Hier gucken wir bei den Charakteren, haben wir wieder neue Infos. Die gucken wir uns heute mal an. Asayavet. Neu ist hier... Frauen sind eine weitere Schwäche des Hexenmeisters. Seine Wollust ist so groß wie seine Gier nach magischer Macht. Asayavet hat sich auf das Element Feuer spezialisiert. Der Zauberer ist mehr als ein Meister der Feuermagie. Es scheint, als sei das Feuer ein Teil seines Wesens. Ich habe herausgefunden, dass Asayavet politische Ambitionen hat. Typisch für Hexenmeister. Boxfleisch. Mein Verdacht erwies sich als falsch. Ich konnte beweisen, dass Boxfleisch nicht der Anführer der Salamandra ist. Kalkstein. Ich habe bewiesen, dass Kalkstein nicht der Boss der Salamandra ist. Das freut mich, denn ich mag den Alchemisten. Raimund Marlow. Detektiv. Jemand hat die Identität des Detektivs angenommen und ich kann es beweisen. Ich habe den Leichnam des Detektivs entdeckt. Jemand muss herausgefunden haben, dass ich mit diesem Mann zusammenarbeitete und war davon offenbar nicht gerade begeistert. Dieser jemand ermordete ihn und nahm seine Identität an. Ich wüsste nur zu gerne, wieso. Ja, das ist doch quasi offensichtlich. So, ich blätter hier nochmal kurz die anderen Dinge durch, denn wir haben ja noch einen Eintrag, den wir auf jeden Fall lesen müssen, bei Ungeheuer. Ich möchte nur alle schon mal so weit vorbereiten, dass wir in der nächsten Folge definitiv dann auch mit dem Glossar weitermachen können. So, Ungeheuer. Ach, die Gorgo müssen wir auch noch... Warte mal, Al-Ghuls. Al-Ghule kommen in alten Gottesäckern und Grüften vor. Immun gegen herkömmliche Gifte und resistent gegen Niederschlagversuche. Warum haben wir den noch nicht gelesen? Empfindlich gegen Silber. Der starke Kampfstil ist besonders wirkungsvoll gegen Al-Ghule. Erfahrene Hexer wenden im Kampf gegen mehrere Al-Ghule den Gruppenkampfstil an. Al-Ghule versuchen, ihre Opfer niederzuschlagen und lebendig zu verspeisen. Al-Ghule sind Ghule, die so viele Jahre Menschenfleisch verzehrt haben, dass es unwiderstehlich auf sie wirkt und sie darum auch Jagd auf die Lebenden machen. Man findet sie in Grüften und auf Schlachtfeldern, meistens von Ghulen umgeben. Einfache Leute erkennen den Unterschied zu den Aasfressern nicht. Ganz anders Hexer, denn sie wissen, dass ein Al-Ghul ein aggressiverer und anspruchsvollerer Gegner ist. Und hier Archespor haben wir doch auch schon gehabt. Basilisk hatten wir auf jeden Fall den Eintrag schon mal vor langer, langer Zeit. So, Archespor. Archesporen wachsen an Schauplätzen besonders grausamer Verbrechen und auf den Gräbern der Opfer solcher Missetaten. Archesporen sind immun gegen alle Effekte, die den Verstand betreffen, Angst, Lähmen und das Axi-Zeichen. Sie verspüren keinen Schmerz.
Man kann sie weder vergiften, blenden, niederschlagen noch verbluten lassen. Archesporen sind empfindlich gegen Silber und sehr empfindlich gegen Einäscherungsversuche. Archesporen schießen vergiftete Dornen ab. Manche Verbrechen sind so schrecklich, dass sie die Leute mit Grauen erfüllen und die Götter beleidigen. Die Ruchlosigkeit eines Verbrechers und die Grausamkeit seiner Tat erzeugen einen Fluch, der die Archespore zum Leben erweckt. Die Bestie greift hasserfüllt unschuldige Geschöpfe an und versucht blindwütig Rache zu üben. Die Gorgo haben wir auch schon getötet. Gorgonen nisten in Höhlen und dunklen Kellern. Hohe Resistenz gegen Gifte. Sie sind schwer niederzuschlagen, empfindlich gegen Silber- und Ornithosaurusöl. Eine Gorgo versucht, ihren Gegner zu überraschen, plötzlich zuzuschlagen und ihn mit ihrem Giftserum zu vergiften. Gorgonen schlüpfen aus Eiern, die von Hähnen gelegt werden, die mit anderen Hähnen verkehren. Das Ei muss 40 Tage von einer Kröte ausgebrütet werden, die von der kleinen Bestie verschlungen wird, sobald sie schlüpft. Eine Gorgo hasst alles Lebendige so sehr, dass ihr Blick Lebende in Stein verwandelt. Ich weiß nicht, was gerade los ist hier. Nur ein kühner Abenteurer mit einem Spiegel kann den tödlichen Blick zurückwerfen und die Gorgo besiegen. Okay, das ist definitiv und offensichtlich kein Tatsachenbericht, sondern einfach so ein allgemeiner Volksglauben. Echinops. Echinopse, die monströsen Pflanzen, wachsen an Orten, wo grausame Verbrechen verübt wurden. Die Bestien versuchen, sich an Verbrechern zu rächen, verschonen jedoch auch Unschuldige nicht, die ein unglückliches Schicksal in ihre Nähe verschlägt. Also so viele Monster abzuarbeiten, wieso habe ich das nicht gemacht? Erscheinungen haben wir auch schon gehabt. Erscheinungen spuken an den Orten, wo sie starben oder begraben wurden. Sie sind Geister, die nicht in ihre Welt gehören. Manchmal werden sie durch Magie herbeigerufen, aber häufiger noch verweilen sie in dieser Welt, weil sie noch eine Rechnung zu begleichen haben. Immun gegen Blenden und Blutenversuche, sie sind furchtlos und immun gegen Gift, Schmerz und Niederschlagversuche, empfindlich gegen Silber und Geisteröl. Das Leiden, das die Erscheinungen durchmachen, macht die Wunden, die sie zufügen, noch schmerzhafter. Will man eine Erscheinung loswerden, muss man zuerst ihren Körper finden. Man versucht es in ungeweihter Erde oder in der Ecke eines Friedhofes, wo Gesetzlose begraben werden. Wenn man den Leichnam ausgräbt, wird man feststellen, dass er nicht verwest ist und Blut auf den Lippen hat. Man durchbohre den Leichnam mit einem Espenpflock, schneide den Kopf ab, lege ihm den Leichnam zwischen die Beine und zünde alles an. Sicher ist sicher. Dann kehrt die Erscheinung niemals zurück. Es sei denn, man macht etwas falsch. Dann ist es um einen geschehen. Doch, das hatten wir schon mal. Das kennen wir. Striege, Werwolf, wilde Jagd machen wir bei Gelegenheit. Aber hier Vivan hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Also die haben wir schon bekämpft und den Eintrag kennen wir auch schon. Und das Wichtigste natürlich, der Eintrag, den ich eigentlich im Kopf hatte, als ich gesagt habe, wir müssen bei den Ungeheuern noch was abarbeiten, ist natürlich der Golem. Ein Golem ist eine Kreatur aus Stein oder Holz, die ein Hexenmeister zum Leben erweckte und mittels Magie beseelte. Der zähe Körper ist immun gegen Schwerthiebe und die meisten Effekte. Ein Golem kann durch seinen Schöpfer aufgehalten werden. Meist wird der Gigant durch einen Blitz in Bewegung gesetzt. Daher könnte ihn ein starker Stromschlag aufhalten, vielleicht sogar auslöschen. Ein Golem wendet seine übermenschliche Kraft an, um Gegner niederzuschlagen, zu lähmen oder zu zerschmettern. Einst schuf ein zerstreuter Hexenmeister einen Golem, belebte ihn durch Wirken von Al-Sur-Donna, hieß seinen neuen Diener Wasser holen und vergrub sich derweil in seinen Lehrbüchern. Der Golem schleppte unermüdlich Wasser, Tag und Nacht, bis am Ende nicht nur das Haus des Hexenmeisters, sondern die ganze Stadt überschwemmt wurde. Ihr seht also, meine jungen Studenten der Kunst, unzulänglicher Umgang mit Werkzeugen und mangelnde Grundausbildung können durchaus zu einer Tragödie führen. Annabel Rathfind. Vorlesungen über Sicherheit und Hygiene der Magie. So. Jetzt sind wir aber wirklich fertig. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Durchhalten. Wir hören voneinander.